Gefangenen zum Platz! Hierher! Also erstmal so vielen Leuten ist es schwer durchzuporten. Rittersporn! Ist die gerade mit dem Pfeil zusammen verschwunden? Über den Bolzen? Verdammt. Nehmt diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan. Wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Nein, er hat nichts dagegen. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Klein wenig. Genau, Alicia. Fröhlich pfeifend weiterschlendern. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Ebteneit, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen.
Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie seien nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Blood and Wine, Glückwunsch, du kannst jetzt in der Erweiterung Blood and Wine auf Abenteuer gehen. Deine bisherigen verfolgten Quests wurden gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 34 zu spielen. Viel Spaß, wenn ihr das schon ausgetauscht habt und jetzt erst die Warnung bringt. Ihr seid so die Hellsten bei der Programmierung. Ihr seid so die Hellsten. Mei. Jetzt den hier noch. Jetzt haben wir jetzt so nix. Schatzsuche, das ist jetzt weitrangig. Gebe ich. Ja, Schatz, gebe ich gleich aus die Fertigkeitspunkte. Müsste ein oder zwei haben. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Ach, drei. Ist ja nicht viel. Geht. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Immer der zwei. Ja. Packen wir jetzt auch noch da ein. Ja, habe ich ausgegeben. Scheiße. Ja, dann besuchen wir mal hier wieder Sporn und Konsorten. Komm her. Mit diesen leeren Drohungen. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber. Jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Digga, du hast aber zwei gesunde Hände. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Hören, du hast Hören vergessen. Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick.
In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer lecken Lampe den Streb runtergeschickt. Wisst ihr, was scheiße ist? Im Spiel dürfen sie diese Wörter benutzen, ne? Aber ich darf solche Wörter nicht benutzen. Das ist voll ungerecht. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel. Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bettler... Denk dran, Anruf. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell ja, zu widmen. Ja, wenn man Piepfilter draufsetzt, dann piepst du doch. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Dann ist es ein Piepsspiel. Gut, versuchen wir die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Ich hab eine neue Idee für ein Trinkspiel. Immer wenn dieses Spiel geflucht wird, ne, muss man einen nehmen. Willst du das wirklich? Suchst du billige Huren und verwässerten Wein verscherbeln? Hey, ich kann nicht bestimmen, was ich erb. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Weiß ich aber noch eine halbe Stunde so betrunken wie zu Silvester, wenn Mutti einen Kniffellauf hat. Ja! Langsam ans Herz. Spar dir das. Falls nicht noch schlimmer, Schatz. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Weißt du nicht, dass du schon genug Hilfe bekommen hast von mir? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite, du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias was? Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das ist immer schlimmer. Bis du mit dem Schwert zurück bist, versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Ei. Muss mich von ihm gut, töten lassen, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Der Falsch ist der Falsche. Von dem habe ich noch nie gehört. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Dummheiten, wie immer. Das ist Rittersport. Denkt da irgendwie immer an die Schokolade. Rittersport.
kriecht ein Hexer rum. Seht, Leichenblatt. Lass uns leben, ja? Und dann wird man seinen Allerwertesten wieder retten dürfen. Der Meinung bin ich auch. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ich... Nicht zu doll in die Hand nehmen, okay. Stattdessen, dass ihr da hinläuft und das mal schnell holt, ne? Hm? Oder beiden? Ach, die haben immer leckeres Essen dabei. Ja, schrei nun mal, obwohl ich nur dran vorbeilaufe. Ja, das ist doch mal. Ja, Geralt. Geralt, ja. Wir machen einen hier auf Assassin klettern oder was? Achso. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit. Hättest du nicht den Zwerg nehmen können dafür? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Das sieht gefährlich aus. Fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Erzittere, flachshaariges Frauenzimmer. Verneige dich vor dem Prinzen der Diebe. Oh. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr, wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm. Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Ach nee, wir lassen uns mal vermöbeln. Du bist besser, als ich dachte. Ups. Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch, da kriegt ihr uns nicht. Ups. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab. Dieser Bösewicht läuft gleich weg, ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Ich hab doch mit dem stumpfen... Mit dem Bastelschwert doch nur zugeschlagen. Das zweimal. Sollte doch authentisch aussehen. Was ist denn das für ein Lappen?
Da kann ja selbst ein Marienkäfer ihn anpinkeln und der fällt tot um. Boah! Das ist ein mega Lappen. Wow. Aber der könnte noch nicht mal Baby den Lolli klauen. Der hält aber auch gar nichts aus. Gerald hat ihn doch nur gestupst. Deswegen, das ist wow, ich verstehe es nicht. Ein Sturm, verdammt. Das will ich sehen, Marienkäfer. Ja, klar. Bei der nächsten Schlacht wird es ein Marienkäfer sein, hundertprozentig. Er setzt sich auf seine Nase und setzt dann Hucken drauf. Schwupps, liegt er. Viel zu schwer. Der Sporn? Ja. Ach, man braucht Talent zum Geben. Aha. Ja, manche nehmen halt nur. Ja.